Kollegen, seid ihr alle wach? Ich bin hier bei Ford in Köln und wir haben hier unter anderem auch die Nachtschicht-Warnstreiks gestartet. Mit über 2100 Kolleginnen und Kollegen haben wir aus den Bereichen Fahrzeugfertigung, Motorenwerk und Getriebewerk, Druckguss und Schmiede unseren Warnstreik gestartet um 0:01 Uhr und den Arbeitgebern schon mal damit gezeigt, was wir von ihrem neuen Angebot halten. Wer mit 0,1 Schritten die Arbeit von Menschen abwerten will, der kriegt es mit uns zu tun. Die deutsche Industrie ist wettbewerbsfähig, sonst würde sie nicht so brummen wie jetzt. Sie ist hochprofitabel und das zeigen die wachsenden Exporte und die hohe Auslastung und der Rendite. Und wenn es eine gute Konjunktur gibt, dann gibt es auch was zu verteilen. Und das ist genau jetzt der Punkt. Und jetzt sollen sie endlich mal damit rausrücken. Und ich sage eines, mit 0-Komma-Thematiken wird sich eine IG Metall nicht zufrieden geben. Und ich bin im Moment nicht sicher, ob Warnstreiks nur reichen, um die Arbeitgeber aus diesem Angebotskeller nach oben zu bewegen. Bis jetzt haben sie es nicht gezeigt, dass sie uns ernst nehmen. Und sie werden jetzt merken, dass wir solche Provokationen nicht auf uns sitzen lassen. Und deshalb sage ich, ihr müsst in den nächsten Tagen auch weiterhin laut sein, damit sie verstehen, diese 5% sind für uns gerechtfertigt. In dieser Nacht sind schon ganz viele Kolleginnen und Kollegen unterwegs. Ab 12 Uhr wird geschreit. In Bielefeld, in Dortmund, in Olpe, im Märkischen Kreis, in Mönchengladbach, in Siegen, in Paderborn und selbst in der Stadt, die man hier nicht erwähnt, wo man altes Bier trinkt, selbst dort sind die Daimler-Kollegen jetzt auch draußen mit euch. Das ist auch Solidarität, dass man gemeinsam auf die Straße geht und gemeinsam für seine Forderungen einsteht. Es war eine super Stimmung. Die haben sehr deutlich gemacht, dass sie hinter unseren 5% stehen. Und das ist das Signal an die Arbeitgeber. Unsere Warnstreiks laufen. Jetzt geht die Post ab.